Willkommen zum zweiten Teil des Ork Bomber Tutorials. Im ersten Teil habe ich euch ja gezeigt, wie man sozusagen aus den Überresten des Bausatzes vom Ork Bomber sich mit einigen Hilfsmitteln wie Styrodur, Kaffeepad, Überraschungseier teilen und Strohhelm und sonstigen Teilen einen zweiten Ork Bomber bauen kann. Und im zweiten Teil geht es jetzt einfach darum, das Ganze jetzt zu bemalen. Der erste Schritt ist natürlich die Grundierung des Ork Bombers. Und ganz wichtig, da der zu großen Teilen aus Styrodur ist, darf man den nicht mit dem üblichen GW-Spray, das ich sonst gerne benutze, grundieren, da ansonsten das Styrodur zerfressen wird. Da der Ork Bomber ein rotes Farbschema bekommen soll, wie die eine Hälfte meines ganzen Ork-Clans, habe ich eine weiße Grundierung gewählt und nachdem dann alles getrocknet war, habe ich ein Scharlachrot genommen und habe dann den ganzen Ork Bomber komplett einmal rot besprüht. Im zweiten Schritt habe ich das komplette Modell mit Golden Yellow trocken gebürstet, um vor allem die Kanteneffekte ganz gut hinzubekommen. Danach habe ich mich um die ganzen Metallteile gekümmert, habe mir angeguckt, was soll alles komplett metallic werden und habe das dann mit Chainmail angemalt und auch gerade beim Antrieb hinten auch noch so ein bisschen abgeplatzten Lack dargestellt. Da der ganze Ork Bomber zusammengeschustert wirken soll, also aus verschiedenen Panzerplatten, habe ich verschiedene Panzerplatten in einem dunklen Rot angemalt und die anderen Panzerplatten im normalen Rot und dann einige Panzerplatten einfach auch metallic gelassen. So gibt es dem Ganzen etwas Orkiges. Ich habe jetzt schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich den Flieger zum Teil angemalt. Von unten sieht es nicht ganz so gut aus, aber ansonsten gefällt es mir schon sehr gut. Und jetzt könnt ihr live dabei sein. Ja, eigentlich ist es dann nicht mehr ganz live, aber wie ich Nullen Oil, das ist ein neuer Shade von GW, auftrage und wie sich dann das Ganze verändert. So, ich stelle euch mal ab. Gucken, ob ich Platz für euch habe. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. So. Also. Sieht man das? Ich glaube schon. Ja, da wird ein bisschen Nullen Oil drauf gehen, aber ich glaube, das lohnt sich. Schön dick auftragen und das läuft dann überall in alle Ecken dann rein. Und später, wenn es dann getrocknet ist, überlege ich mir, ob ich das nochmal brushe. Okay, ich würde sagen, das dauert noch ein bisschen. Bis später. Ich finde, es ist etwas dunkel geworden. Aber lassen wir es einfach mal trocknen. Schauen wir mal. Ich bin noch nicht so super zufrieden.
die Jungs im Cockpit, die werden natürlich auch angemalt. Auch wenn man es nachher eigentlich kaum noch sieht. Ja, ganz kurz nochmal auf die Farben einzugehen, die ich benutzt habe. Ich habe jetzt mal ein Necron Compound benutzt. Das ist eine neue Farbe von GW. Die nennt sich Dry. Und wenn man da reinguckt, als ich die bekommen habe, habe ich gedacht, okay, die komplette Farbe ist eingetrocknet. Wollte schon wieder anrufen, aber das ist so eine ganz komische gummiartige, ja, Masse. Und da kann man schön mit dem Pinsel reingehen. Und die ist trotzdem so ein bisschen feucht. Und da brauchen wir nur wirklich ein ganz kleines bisschen abtupfen. Und dann kann man hier drüber gehen. Und das klappt erstaunlich gut. Hätte ich nicht gedacht. Und man verbraucht aber weniger beim Abtupfen, als wenn man jetzt zum Beispiel das normale Chainmail nimmt. Das ist ja, sieht man das, ziemlich flüssig. Und da muss man viel mehr abtupfen als bei dem Compound. Ich bin immer noch am Bemalen von der Besatzung. Natürlich nicht so toll, als wenn es jetzt ein Einzelmodell wäre, was jetzt nicht hinter einer schwarzen Scheibe hocken würde. Hier habe ich noch mal den Ork-Piloten und den Grott-Assistenten oder den Grott-Schützen in der Nahaufnahme fotografiert. Da kann man ganz gut sehen, die Brille mit der Spiegelung drin und der Grott, der ist durch den Luftzug, hatte eine rote Nase. Also ist etwas erkältet wahrscheinlich. Hier nochmal eine kurze Sicht auf den Ork-Bomber. Ich habe mir übrigens dann doch nochmal ein Original-Base geholt. 8 Euro ist das teuerste an dem ganzen Modell dann. Aber lohnt sich. Der Ork-Bomber ist fertig. Und nur nochmal zur Kontrolle. Das da ist das Original. Mittlerweile schwarz grundiert. Und das da ist ja die Konvertierung mit den Resteinzelteilen, Styrodur und ein bisschen Pappe. Und noch ein paar Teilen aus ja, verschiedenen Bausätzen und sonstigen Müll. Als erstes ein paar Fehler, die man vermeiden kann. Und zwar hier die Abdeckung. Sollte man nicht mit matt lacken, ansonsten werden die ziemlich undurchsichtig. Ja, da kann man den netten Ork-Piloten gar nicht mehr sehen, hinter der Scheibe. Genauso wie hier der Grott-Assistent an der Superbombe. Kann man leider hinter dem milchigen Glas auch nicht mehr erkennen. Also am besten beim Mattlacken ablassen. Erster Fehler. Zweiter Fehler. Das Flugbase, das Plastikteil sollte man vielleicht vorher dran kleben. Ansonsten sieht es hier ein bisschen, ja, nicht so toll aus, meiner Meinung nach. Problem dann wäre aber, dann wird es beim Mattlacken dabei sein und dann wird das auch milchig werden. Dann müsste man es also beim Mattlacken abkleben. Gut funktioniert hat das Mattlacken von dem Styrodur. Dadurch, dass da jetzt Farbe drauf ist, wird das Styrodur nicht beschädigt. Das kann man hier in den Flügeln ganz gut erkennen. Ganz kleine Löcher sind da, aber sieht eigentlich eher cool aus, weil das verwittert aussieht oder wie auch immer, Kampfschäden oder sonst irgendwas. Die Orks haben das den Brennerbomber beschriftet. Aber hier zeigt an, dass hier der Boss oder der Pilot sitzt. Hier sitzt der Grottschütze. Der Grottschütze hat hier
8 Abschüsse. Und der Boss natürlich mindestens immer einen mehr. 9. Da kann sich der Grottschütze noch so anstrengen. Schafft er nicht. So, dann haben wir hier die Fahrzeugbezeichnung. Bomber 1. Das heißt, es wird noch ein paar mehr Bomber geben. Hier sieht man, wird Munition nachgefüllt für die Superbombe. Hier kommt der Sprit rein. So, was haben wir noch? Ach ja. Und hier an die Flügel kommen die Bomben. Ich habe jetzt mal nur 2 Brennerbomben dran gemacht. Und jeweils auf jeder Seite 2 Brennerraketen, sind 4. Maximal 6 Stück kann man dann verbauen. Ja. Das war es eigentlich auch schon. Das Triebwerk gefällt mir sehr gut. Das Leerrohr sieht cool aus. Die Strohhelme sind auch gut geworden. Ja. Und das Gitter vor allem. Das ist ganz normales Metallgitter aus dem Baumarkt. Sieht sehr cool aus. Okay, das war's. Viel Spaß beim Selbstausprobieren. Da vorne ist noch das Kaffeepad-Stück. Sieht auch sehr cool aus. Und das war noch aus dem Überraschungsei von irgendeinem kleinen Flugzeug. Also, auf jeden Fall, man sollte immer mal ein paar Sachen aufheben. Dann hat man eine schöne Bitbox-Sammlung. Dann kann man schön konvertieren. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Hier nochmal zum Genießen. Ein paar Bilder, die ich draußen nach dem abschließenden Lackieren, Mattlacken gemacht habe. Und jetzt mein Aufruf an euch alle da draußen. Weckt den Mac in euch. Schickt mir Bilder von euren eigenen Versuchen. Und wenn da einige ankommen, werde ich dann auch zusammenschneiden und euch dann allen vorstellen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Mm-hmm.